Heute habe ich andere Farben mit. Und zwar so ein rötliches Braun. Wofür ist das eigentlich? Ist das Haribo? Das sind Haargummis. Ach Guck mal, wenn so. man die vom Handgelenk abzieht, Ja. dann haben die diese Form. Schade. Und ich wollte sagen, zu diesem Rot habe ich auch ein Grau. Das passt heute so nett zu meinem Outfit. Und ich habe heute elfisch zwei Zöpfe. Wir sind noch gar nicht drauf, oder? Möchtest du, dass wir schon drauf Du sind? hast doch da schon gedingert. Ach so, weil wir noch so lange reisen. Ach so, dann sage ich jetzt einmal Hallo und dann cutten wir, wenn wir da sind. Okay. Es wäre doch jetzt schön, wenn die Leute freuen sich darüber. Das wäre traurig, wenn sie das verpassen. Oh, ich bin nach Stormwind, ich bin voll nuts, Hallo ey. und bis gleich, wenn wir da sind. Ah, Spoiler, wir fliegen nach Zulaman. Ja. Ich hole mir den Bären. Bis gleich. Anne läuft sich ein Bär. Ach nee, es war ein Wolf. Bis gleich. So, jetzt ein richtiges Hallo, liebe Leute. Wir Hallo, liebe stehen vor Leute. Zulaman. Warte, ich gehe ins Spiel. Yes. Wir stehen jetzt fast vor Zulaman und gehen da jetzt mal rein und versuchen den Time Run. Ich habe gelesen, man braucht 25 oder soll 25 Minuten machen. Das werden wir wohl Das werden schaffen. wir wohl hinbekommen. Da bin ich relativ optimistisch. Nee, man kann hier tatsächlich ja immer noch nicht fliegen. Was ist da los? Ja, macht ja nichts. So, muss ich dazu? Ich stelle alles ist auf Hero. Ja. Du bist Chef. Ich bin Chef. Ja. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ach, ich mochte die Instanz damals. Sie war so schön. Warum? Wegen Trollgeschichten? Nee, weil hier so viele kleine nette Sachen gedroppt sind und die Items ganz nett aussahen. Das war so erfrischend damals zu dem normalen Content. Also so Guru fand ich nicht so geil, aber das hier fand ich schon cool. So, dann holen wir mal Harrison, dass er uns die Tür aufkloppt. Ach, das ist hier so leise, ne? Ach, das ist gar nicht. Hä? Moment, hat das nicht früher Harrison mit dem Hammer aufgekloppt? Ich meine Hören die ja. Leute meinen Spielsound? Ja. Okay, gut. Hier kannst gegenhauen. Klonk. Geht gleich auf. Okay. Der sagt halt nichts, ne? Also, der hat kein Audio. Der Schlingel. Das hätte man ihnen aber mal gönnen können, ne? Ja. Okay. Ich hatte im Internet, glaube ich, was von vier Bossen gelesen. Ja. Mehr Eindringlinge! Auf der Map. Hinterlamm! Wir gehen erst nach links. Hm? Geister werden sich Wohin gehen wir zuerst? Warte, warte doch. Ich muss den Sound hier anpassen. Nach links. Zum Falken gehen wir zuerst. Du kannst hier drinnen übrigens auch aufmachen. Jetzt. So, und zwar hier links hoch. Können wir einfach durchreiten. Das ist alles Geschissel hier. Okay. Wenn was mitkommt, kommt es mit. Ist egal. Wer will noch mal, wer hat doch nicht. Moment, ich habe mich verlaufen. Hier müssen wir lang. La 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 la. Jetzt haben wir eben gesungen. Jetzt habe ich den Drang, noch mehr zu singen. Die Leute freuen sich vielleicht, wenn du was Schönes singst. Nee. So, hier, das ist Sir Falky. Der kann nichts. Ist tot. Ja. So, dann lassen wir hier hinten. Warte mal, musste man den noch freilassen? Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal eben. Hier hinten ist halt so einer eingesperrt. Wo kommen die denn jetzt alle her? Die haben wir hochgepult. Du hast die. Lebt er immer noch? Ja. Du lässt jetzt Leute frei? Kommt mir zur Hilfe. Ja, wie war das denn? War der hier oder da drüben? Warte mal, ich guck mal. Ja, hier ist ja aber einer gefangen, ne? Da kann Kann er. ich schon zum nächsten Boss? Ja, wir schaffen das in der Zeit. Guck mal, die Zeit stackt ja jetzt auch mit jedem Boss. Nach oben. Warte, hier ist er doch. Die Luft ist rein, ihr seid frei. Der gibt einen dann auch manchmal so noch Geschenke. Du willst mich jetzt nur ködern, dass ich zurückkomme. Hä? Nein, es ist wirklich so. Glaub mir doch einfach. Ja, dann reit du schon mal geradeaus rüber und dann rechts und dann zum Bärenboss. Ich loote derweil die Geschenke, okay? Mach das.
Ein Beutel voller Münzen. Bedarf, würde ich sagen. So ein Penner. Ja, dann nehme ich das Gold, was hier auf dem Boden liegt, halt für mich. Es wird auch geteilt, oder nicht? In meinem Sinne nicht. Okay. Hier ist niemand, hier ist kein Boss. Bist du denn auch? Was kommt davon, wenn man nicht wartet? Warte, ich komm. Hier bin ich, wo Nalorak stehen müsste. Ja. Der kommt aber jetzt erst. Warum? Angelaufen. Ach, der kommt dann? Ja. Du musst ja auch die auf dem Weg, musst du hier, glaube ich, tatsächlich machen, seine Wachen und so, damit triggerst du ihn. Genau. Da ist er vor dir und er. Genau. Muss die Wachen erst gehen. Lala. Leider kriegen wir nur den neuen Bären, den alten gibt's ja nicht mehr. Wie ist denn der Unterschied zwischen alt und neu? Der alte ist so schön, hat so schöne Rottöne, während der neue mehr so heller, helles Pink fast ist. Warum wurde er dann gewechselt? Ach, da, weil damals der Timeplan schwieriger war? Ich weiß es gar nicht genau. Und damit halt Leute, die ihn damals gemacht haben, einfach so einen Sinn haben. So, hey, das war voll cool, riecht. So, ihn können wir auch freilassen. Wo ist er denn? Du kannst ja schon mal weiter reiten zum nächsten Boss. Und zwar hier hinten rum. Ja, genau da. Also hier runter und dann rechts. Aber wir haben auch genug Zeit, Anna. Also wir müssen nicht stressen. Ne? Wir haben echt genug Zeit. Hier, guck mal, können wir noch die Truhe looten? Wir schaffen das locker. Genau, da kommst du jetzt gleich. Ich sehe das ja bei dir. Wenn du da Trommler siehst, musste man die früher töten, weil die haben getrommelt und dann kamen unendlich viele Kollegen. Okay. Was haben wir hier? Eine Brosch. Orang-Utan Klaus. Anne, ganz dreist. Durch die Falken durch. Ja, ich will alle töten. Gar kein Problem. Die Stäbe kannst du einsammeln. Damit die kannst du später, glaube ich, benutzen. Ja, davon hätte ich ja auch gerne welche. Ich habe einfach nur gegiert. Mhm. Ja, ich war zu weit weg. Ach so, ja, aber hier liegen ja noch ganz viele. Ja. Wie kommt man denn da jetzt hoch? Na, du musst hier zu mir kommen. Du bist hinten rumgerannt quasi. Okay. Ich höre dich doch irgendwo. Da. Hä? Nee, nicht da oben. Komm hier lang. Da. Genau. Hier ist der nächste Boss. Hier unten ist auch noch ein Schatz, aber naja. Was für Schätze denn? Ja, du rennst ja vor. Machst halt nichts. Ja, aber was sind denn das für Schätze? Nein, hier sind Gefangene. Und die befreien wir. Und dafür kriegen wir Schätze von denen. Jetzt den oben müssen wir auch befreien. Warte, ich überlege gerade, wo der war. Ist da oben irgendwo einer eingesperrt? So ein Kerker irgendwo? Ich weiß es gerade nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. Vielleicht saß er hier unten. Hier unten ist er doch. Guck. Gehen wir erst geradeaus durch zu Halazzi? Ja, müssen wir. Okay. Weil darum geht es, da droppt das Mount. Ja, aber das Mount kann doch erst droppen, wenn die anderen liegen, oder nicht? Nein, es geht nur um die ersten vier. Okay, wehe, das ist jetzt wieder falsch. Aber hier ist eine Tür zu. Ja, deshalb musst du rechts rum. Mein Fuß ist eingeschlafen. Warte mal bitte, bevor du in den Bossraum reingehst. Ja. Wo bist du denn auch schon wieder ganz? Ja, ich sammle hier hinten halt den Loot ein, den wir noch kriegen.
Ja, ich habe meine ja gelootet. Ich habe doch noch den Kollegen freigelassen. Bin gleich da. Lass dich nicht prügeln. Mal ist der Spielzaun leise, dann ist er wieder laut. So, und wenn man die jetzt hier auch befreit, nachdem man ihn getötet hat, dann droppt sie halt gleich ein Moped. Und wo gibt's das Moped? Habe ich doch gerade gesagt. Wir lassen sie jetzt frei. Okay. Und dann zeigt sie uns jetzt hier Schätze und Gold und irgendwo ist dann das Moped drin. Aha. Du folgst ihr jetzt und sammelst alles ein, was sie droppen lässt. Aber eure Bemühungen zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Kommt jetzt zu mir. Ihr habt euch als würdige Opfer erwiesen. So. Ja, hier geht's weiter. Nee, warte, wo hat sie noch? Irgendwo hat sie noch mehr kaputt gemacht. Muss ich mal gucken. Hier nicht. Ach, sie rennt noch. Ja, aber sie hat eben da Feuer hingemacht. Dann ist auch was kaputt gegangen. Na, jetzt hier macht sie wieder Feuer. Ah, da ist der Sack auch mit dem Mount. Gott, ein Bär. Ja. Kampf musst du eingeben. Tausche ich mal gegen meinen braunen Bären aus. Ja, der ist auch hässlich. Überhaupt gar nicht. Ich mag meine Bären. So, und jetzt machen wir den Sir Hexen Doctoro und den Endboss. Haha. Genau gesehen. Und jeder Boss hatte hier damals halt eine Gestalt, also Falke, Löwe, Bär. Und der Endboss war halt knackig, weil er all diese vier Gestalten durchgegangen ist damals. Und guck mal, hier haben sie auf der durchsichtigen Textur, ja. Siehst du das bei mir? Ja. Über den Knochen noch so
Das haben sie überall. Ne, nicht ganz überall. Hat der Prakti geschlampt. Ja. Peinlich, peinlich, Herr Blizzard. Ja, der konnte alle vier vereinen und dadurch war er dann schwieriger. Genau, hier siehst du ja die vier Aspekte. Mhm. Und das waren halt vier Phasen und der war schon knackig. Die ersten Male. Bla 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 bla. ja. Was haben wir da? Jetzt kommen sie happy angelaufen. Ja. Und jetzt können wir nochmal zurückgehen an den See unten. Hier, glaube ich, kannst du. Hast du eine Quest gekriegt? Nee, ne? Nee. Und dann die Zauberstäbe auf die Frösche anwenden, die du bekommen hast. Und da kommen dann entweder Händler oder Leute, die dir ein Geschenk da lassen. Okay. Genau. Wieso kannst du hier durch? Ach so, lag. Okay. Einfach nur ein bisschen laggy. Hier unten ist nämlich jetzt Party, wie du hörst. Während hier die paar Bösen noch rumlaufen, die wir übersehen haben. Ja, aber die sind jetzt auch nicht mehr. Oh, der hier ist noch böse. So. Sind alle noch böse. Du hast hier Frösche, komm mal zu mir. Ja. Nimmst einen Frosch, visierst ihn an und machst den Zauberstab drauf. Und dann kommt da jemand raus. Schenk mir was. Ja. Unser Schicksal erwartet uns. Wenn er nicht macht, dann ist er doof. Dann nimmst du den nächsten Frosch. Hier ist zum Beispiel eine Truhe. Kannst du ja mal öffnen. Ach, sie hat ja auch eine hingelegt, ne? Mhm. Okay. Ich weiß noch nicht wo. Ach nee, sie gibt mir das direkt. So, das ist jetzt nur Buffkram. Das ist eigentlich Dreck. Aber da können halt auch Pets rauskommen und so. Hallo! Hallo! Exzellent! Hier auf der anderen Seite sind noch mehr. Wie nett von euch. Wie nett von euch. Ihr gebt mir meinen Scheiß. Lenzo. Ich stehe in eurer Schuld. Einen habe ich noch. Ich habe noch zwei. Ja, hier drüben ist noch einer. Ich werde euch vermissen. Ich werde euch vermissen. Ach, red doch nicht so viel. Gib Geschenk. Was ist da los? Oh, schön. Ein Stock. Hallo. Ich wollte nur studieren. Ja, und das war Sulaman. Voll schön, oder? Mhm. Hat Spaß gemacht. Ist Mika nicht einer der Jungs bei Goldshire? Keine Ahnung. Okay. Ich mache hier noch Weste kloppen. Ja, unhöflich. Okay, wollen wir sonst die Folge beenden? Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir. Ja, können wir machen. Okay. Und dann würde ich nämlich sagen, sehen die Lieben uns morgen wieder. Ja. Ne? Ja, voll schön. Okay. Dann bis morgen.